sah sie. Wir haben vor Gericht eine Exhumierung beantragt. Bis dahin solltest du am besten im Delphi-Haus bleiben. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, würden Sie... Bei Corker? Ja, hier ist Sergeant Blake. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ich komme mit Ihnen. Du nicht. Es ist nicht sicher. Ich komme mit. Nein, Erica. Er hat recht. Du kannst dort nicht helfen. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Das Badezimmer ist dort. Den Gang runter. Das wird wieder. Hallo, Erica. Gefällt dir mein Geschenk? Sie sind tot. Noch nicht. Nicht wie der Chief Inspector und die anderen. Steinbeck, Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Sie sind verrückt! Er gab ihnen seine Tochter. Sein eigen Fleisch und Blut. Ich werde dich beschützen. Sie haben mein Leben zerstört! Dein Vater machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Er verkaufte sie und seine Seele an den Teufel. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase.
Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Bist du okay? Klar. Mit ihnen an meiner Seite wäre es nicht geschehen. Ist schon gut. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Ist das Ihr Ernst? Sorry. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher, versprochen. Ich fühle mich aber nicht sicher. Schon gut. Versuch, etwas zu schlafen. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Nein. Gar nichts. Ich bin unten für alle Fälle. Das ist alles, was wir Ihnen geben können. Es muss etwas geben, das Sie tun können. Der Rest muss vertraulich behandelt werden. Das kann ernste Probleme für meine Arbeit bedeuten. Das ist mein Lebenswerk, verstehen Sie das? Ja. Was genau ist Ihre Arbeit hier, Ballard? Das geht Sie nichts an. Momentan geht mich hier wohl gar nichts an. Erledigen Sie einfach Ihre Arbeit, indem Sie sich um Erika kümmern. Und zwar vernünftig. Haben Sie das verstanden? Thank you.
sind immer drei. Ein Reh, ein Fuchs und ein Hase. Sie sehen in die Zukunft für Reichtum, Macht. Aber ohne den Schmetterling können sie nicht sehen. Deshalb brauchten sie deine Mutter. Und deshalb brauchen sie jetzt dich. Sie ist gefangen, Erica. Hilf mir. Zusammen retten wir sie. Zeig mir wie. Erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte ihr von der Vergangenheit. Von einer großen Priesterin mit Schmetterlingsmal. Was hast du mit mir gemacht? Wie komme ich hierher? Hiermit. Dein Vater schuf es. Er testete es an deiner Mutter. Und auch an dir. Wenn du es einatmest, tust du, was ich sage. So hat er uns kontrolliert und zu Sklaven gemacht. Hier. Habe ich vorhin vorbereitet. Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Es waren ihre Lieblingsblumen. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Sie fallen vom Himmel. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Du hast in der Lampe verbrannt, Erica. Was es dir wohl angetan hat? Mein Ende naht. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Das ist belanglos. Ich weiß, ich bin ein Monster. Ich verdiene den Tod. Deine Mutter hatte genau dieses Mal. Deshalb wollte dein Vater sie haben. Und deshalb wollen sie auch dich. Eine Frau, die in den Flammen die Zukunft sehen kann. Wo
Woher weißt du von der Priesterin und dem Feuer? Was glaubst du denn? Er war einer von ihnen. Sie selbst. Dein Vater überzeugte Lucien, dass mit Wissenschaft und Ritual die Zukunft gesehen und kontrolliert werden kann. Deine Mutter war das fehlende Teil. Deine Mutter lebt, aber nicht mehr lange. Ohne sie sind sie blind. Sie erwarten nicht, dass wir kommen. Wir können es beenden. Wir können sie befreien. Schneid das Kabel durch. Behalte es. Du brauchst es vielleicht noch. Da drin. Das Medaillon. Ist wohl versperrt. Folge mir. Wir können ihn nicht leben lassen. Er schlägt sonst Alarm. Eine Wahl. Gehen wir. Hier ist zu viel Licht. Ich bin okay. Bring mich zur Geheimtür. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Thank you.
Das hättest du nicht tun sollen. Wieso tun sie das? Du bist gefährlich. Ich werde dich stoppen. Alles okay? Wir müssen weiter. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Du musst deine Mutter retten, bitte. Egal, was es dich auch kosten mag. Nimm sie und versprich's mir. Wenn du sie brauchst, benutze sie.